Der Josef hat mir jetzt hier so ein paar Kommentare zugeschickt, einen, der schon ein bisschen älter ist, von Das Tiberius, der schreibt, ich möchte euch außerdem noch mitteilen, dass euer Kanal mich, Klammer auf, 14, Klammer zu, seit Monaten dazu animiert, Physiker zu werden. Die Physikbücher passen langsam nicht mehr in meinen Schrank. Ich bin mir sicher, es geht vielen anderen Leuten genauso. Ja, will ich doch hoffen. Ich meine, wir wollen natürlich zur Physik animieren, aber nicht nur zur Physik. Kann auch ruhig Chemie sein oder Biologie. Hauptsache, es ist eine Naturwissenschaft dabei. Also das, glauben wir, ist schon wichtig. Dann gibt es hier einen Kommentar von Professor Hase. Ich befürchte, mein Kommentar könnte nicht gut ankommen. Beim Aufbau der Kernspaltung haben meines Wissens Naturwissenschaftler und Ingenieure, darunter auch hoch angesehene Leute, die Risiken nicht erkannt oder unterschätzt. Sind Sie wirklich sicher, dass das heute nicht so ist? Sehr geehrter Herr Professor Hase, in der Tat ist es so, dass bei diesen Technologien, die mit der Kernspaltung zu tun hatten, die Risiken, die davon ausgegangen sind, massiv unterschätzt worden sind. Ganz deutlich. Aber das war sozusagen der Sündenfall schlechthin in der Physik. In Wirklichkeit ist es so, dass heutzutage eine extrem starke Risikofolgenabschätzung durchgezogen wird. Das ist sogar Voraussetzung dafür, dass man zum Beispiel Gelder tatsächlich auch erfolgreich beantragen kann, ist die genaue Kenntnis zumindest der bekannten Risiken und die Aufforderung, nach den noch unbekannten Risiken weiterhin zu suchen. Ich glaube, dass die Gesellschaft heutzutage mehr denn je besonders empfindlich darauf reagiert, wenn Technologien eingesetzt werden, ohne dass irgendwie sich darüber Gedanken gemacht wird, was neben den Chancen auch an Herausforderungen dabei sind und welche Risiken eigentlich eine Gesellschaft auf sich nimmt. Auf sich nehmen will dann natürlich. Das heißt also, es geht letzten Endes auch darum, dass die Wissenschaft, wenn sie überhaupt noch von der Gesellschaft akzeptiert werden will, in breiter Form, dann muss sie immer auch damit natürlich oder darüber reden, welche Risiken eine Technologie hat. Und Risiko ist ja eine Zukunft, die nicht eintreten soll. Insofern geht es immer um etwas, was nicht passieren soll. Das sollte uns ganz besonders interessieren. Und gerade im Bereich der Hochtechnologien, auch der energiereichen Hochtechnologien, glaube ich, sind auch die besonders daran interessiert, alle Risiken zu kennen, die diese Technologien entwickeln. Weil, wie wir ja von der Atombombe wissen, wenn da was schief geht, dann geht es für alle schief, nicht nur für einige wenige. Also insofern glaube ich, dass das Thema heute wichtiger denn je ist und dass heutzutage Risiken ernster genommen werden denn je. Leonhard Euler schreibt, das Teilchen heißt immer noch Proton, Herr Lesch. Da kommen einem ja praktisch die Tränen. Ja, was soll ich dazu sagen? Das heißt Proton, oder? Proton. Proton! Also das Proton heißt Proton. Also, okay. Charlie Ranger meint, der Herr Lesch kann ruhig mal öfter aus sich herausgehen, tot den Laubbläsern. Ja, wenn ich wieder was finde, dann werde ich zum Gernot Hassknecht der Wissenschaft, klar. Spielt Herr Lesch eigentlich noch Tischtennis? Das tat er doch früher zumindest, oder? Stimmt, ich spielte ziemlich viel, ziemlich gut, also sagen wir mal hinreichend gut, also einigermaßen, aber ich hatte dann eine chronische Gelenkkapselentzündung, ausgerechnet in dem Arm, mit dem ich spielte. Und deswegen, wenn ich ab und zu mal eine Platte sehe und ein Schläger in der Nähe ist, dann spiele ich auch noch. Aber ansonsten halte ich mich da raus, weil ich genau weiß, wenn ich zu viel spiele, ich bin ein Verteidigungsspieler, sowas gibt es eigentlich heute gar nicht mehr, der mit Material spielt, also für diejenigen, die sich auskennen, ich habe mit Feind gespielt. Also Feind sind lange Noppen, fürchterliches Zeug. Und ja, aber das tut dann immer gleich weh, also lasse ich es. Okay. The Universe in a Nutshell, was ist dann mit Elon Musk und SpaceX, Falcon Heavy und so weiter? Ja, da kann ich nur sagen, ha, ha, ha. Ich meine, gut, ich bin jetzt Jahrgang 1960, habe live miterlebt, wie die Amerikaner mit einer Saturn V zum Mond geflogen sind. Das war eine Rakete. Das war dann aber auch mal eine Rakete. Mein Gott, war das eine Rakete. Das sind diese ganzen Dinger hier. Ja, Raketchen. Ja, auch wenn man da eben mal einen Wagen in irgendeine elliptische Bahn zwingt, man bringt keine Leute mit lebenserhaltenden Systemen, vor allen Dingen zu einem anderen Himmelskörper und, Achtung, wieder zurück. Da ist der Elon Musk noch weit davon entfernt. Und unter uns gesagt, ich bin mir auch ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob wir alle so wünschenswert halten können, dass Privatpersonen den völlig freien Zugang zum Weltall haben sollten. Ich meine, ich will da niemandem was unterstellen. Ich habe nur so Szenarien wie den Moonraker im Kopf. Ja? Irgendjemand, der einfach irre viel Schotter, Kohle, Kies hat, baut sich da oben irgendwas hin. Völlig unkontrolliert. Baut er sich einfach oben was hin. 1957, als die Sowjetunion zum ersten Mal einen Satelliten in eine Erdumlaufbahn gebracht hatte, kam es in Washington zu einem Schock, weil man dachte, um Gottes Willen, jetzt schießen die Russen sich eine Raketenstation oben in die Erdumlaufbahn und können uns beschießen. Wer sagt uns denn, dass diese privaten Figuren, die vielleicht reich sein mögen, aber vielleicht auch teilweise ein bisschen bescheuert,
dass die uns nicht eines Tages genau das antun und den ganzen Erdball damit erpressen. Gut, das ist jetzt nur mal so ein Filmszenario, aber manchmal habe ich ohnehin das Gefühl, in den letzten Jahren sind Dinge passiert, kein Drehbuchautor hätte solche schlechten Drehbücher bei irgendeiner Filmgesellschaft durchgekriegt. Keiner. Wirklich nicht. Deswegen wäre ich ein bisschen vorsichtig, das denen zu überlassen. Aber in der Tat ist es so, dass die Raumfahrt momentan eigentlich eher in so einem Zustand ist, wo sie, naja, 400 Kilometer, ist ja ganz toll, dass wir so eine Raumstation haben, aber so richtig Brecher, so eine Brechermission, die gibt es momentan nicht. Schade eigentlich. Und da passt auch der nächste Punkt gleich hin von Algol 40. Was mir weniger gefallen hat, ist Herrn Leschs Anti-Mars- und Anti-Raumfahrt-Meinung. Er sagt, was wollen wir auf dem Mars? Das Ausrechnen von einem Astronomen zu hören, ist enttäuschend, aber gut, ich respektiere andere Meinungen. Ich hoffe, ich erlebe noch einen bemannten Marsflug. Hoffen wir ja schon lange, dass mal ein bemannter Marsflug erlebt wird, aber es zieht sich ja offenbar sehr schwer hin. Und mein Punkt ist eigentlich, dass der Mars als ein Ziel, das mag ja ganz nett sein, nach dem Motto, wir müssen dahin, weil das ist ein Ziel, das wir gut erreichen können. Aber in Wirklichkeit, was mich besonders interessiert, ist, wie kriegen wir eine bemannte Weltraumfahrt hin, die in der Lage ist, und das wird auf jeden Fall auf uns zukommen, irgendwann einen Asteroiden, der die Erde treffen wird, zu bekämpfen. Also ihn irgendwie aus der Bahn zu ziehen, sei es durch einen Gravitationsstrahl oder sonst irgendwas. Also da wird nichts getan. Es gab unlängst erst eine Konferenz in München, da haben sich alle Forscher dieser Welt zum ersten Mal zu einer größeren Konferenz getroffen, wirklich für 4 Wochen, wo es darum geht, wie identifizieren wir diese gefährlichen Objekte. Und wenn wir sie identifizieren, wie viel Nachbeobachtungszeit gibt es dann, sodass man wirklich mal eine genaue Bahnberechnung machen kann? Ja, aber das ist die astronomische Seite, die astrotechnische Seite. Also wie könnte man denn einen Asteroiden, irgendeinen Einschläger, einen kleinen Meteoriten oder sowas tatsächlich bekämpfen, wenn wir wüssten, der kommt in, sagen wir mal, 10, 15, 20, 25 oder 30 Jahren auf uns zu? Wie macht man sowas? Und da muss man sagen, ist das offizielle Interesse sowohl von NASA wie von der ESA außerordentlich dürftig. Es gibt noch nicht mal Prozeduren, wenn jetzt die Astronomen feststellen würden, in 35 Jahren wird einer kommen, der 600 Meter groß ist oder 700 Meter groß ist oder irgend sowas von der Sorte und der wird vermutlich auf der Nordhalbkugel einschlagen und vermutlich nicht im Meer, sondern auf dem Land. Es gibt überhaupt keine Prozeduren dafür, wie man da vorgehen würde. Nichts. Also das Thema Gefahr durch Asteroiden wird ziemlich weit weggeschoben. Erinnert, kann man natürlich sagen, mein Gott, also wir haben doch ganz andere Probleme. Das mag ja sein, das mag ja sicher sein. Das sind ja viele selbstgemachte Probleme, die wir haben. Aber die von da draußen, die kommen auf jeden Fall auf uns zu. Ist ja keine Frage, ob uns ein Asteroid trifft. Es ist nur eine Frage, wann. Apophis wird demnächst kommen, 2029, und der wird dann 7 Jahre später ja auch nochmal da sein und so weiter. Also der ist ja schon ein Hinweis darauf, dass ziemlich viele von diesen Brocken um uns herum sind. Insofern halte ich die bemannte Raumfahrt unbedingt für notwendig, und zwar deshalb, damit Astronauten vor Ort, also direkt am Asteroiden, reagieren können. Weil ich glaube nicht, dass man Asteroidenabwehr automatisieren kann und das einfach Robotern überlässt. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der hat in der Wüste in Oman eine Mars-Mission simuliert. Und zwar vor allen Dingen nicht nur durch die Wüste, sondern auch dadurch, dass die Kontaktaufnahme mit der Kontrollstation hier unten auf der Erde tatsächlich korrekt gerechnet worden ist. Das heißt, wenn die Signal losgegeben haben, dann war das erst 18 Minuten später dort wieder da. Das war also keine wirkliche Kommunikation mehr möglich. Und wenn man sich jetzt mal überlegt oder zurückdenkt an die Mission von Rosetta, also den Kometen Churyumov-Gerasimenko, wo dieses Philae-Ding gelandet ist, wenn da, ich meine, es war nicht nötig, dass da jemand dabei war, aber nehmen wir mal an, die wären dabei gewesen, die Astronauten, direkt vor Ort, dann hätten die das Philae-Ding wirklich ganz praktisch mit der Hand steuern können. Die hätten es genau dahin gesetzt, wo es hingesetzt hat. Aber so blieb alles dem Roboter überlassen, beziehungsweise dem Automatismen. Und ich glaube, das könnte man sich angesichts der Gefahr, die von einem solchen Körper für die Menschheit ausgeht, nicht leisten. Da müssten wir wirklich welche hinschicken und die müssten in der Lage sein, einen Asteroiden auch tatsächlich aus seiner Bahn zu ziehen. Und für diese Art von Projekt sind wir völlig unbeleckt. Wir haben keine Ahnung. Stattdessen denken wir ernsthaft darüber nach, irgendjemanden zum Mars zu bringen. Wo wir jemanden hinbringen müssen, ist zum Mond. Und zwar schnell. Wir bauen eine Mondstation, so schnell wie möglich. Um von dieser Station aus tatsächlich innerhalb des Sonnensystems mögliche Einschläge zu manipulieren zu können. Also das ist meine Meinung, das ist für mich viel wichtiger, als irgendwann mal jemand auf dem Mars stehen zu haben. Und das ganze Geschwätz von den Terraforming, dazu habe ich meine Meinung schon oft genug gesagt, der Mars wird nicht schwerer mit 10% Erdmasse, da kriegst du nicht hin. Und wenn du es tatsächlich mal irgendwann schaffst, diesem Mars eine Atmosphäre zu verschaffen, dann gibt es erstmal ein Problem. Und diese beiden Probleme heißen Phobos und Deimos. Weil diese beiden Monde werden sich dann an einer Atmosphäre reiben und dann donnern die erstmal auf die Marsoberfläche. Und damit gute Nacht und viel Glück. Schön. Nächster Punkt.
OV, nee, wie Olli V schreibt über das Sonnensystem, ist also unser Sonnensystem fertig entwickelt und ändert sich nicht mehr. Naja, also im Wesentlichen ist es fertig. Ab und zu gibt es nochmal einen kleinen Zusammenstoß zwischen dem einen oder dem anderen, aber die Sache ist vorbei, in der Tat. Und das sieht man ja auch, denn zwischen den Planeten ist nicht mehr viel Material. Das kann man übrigens jeden Abend sehen, wenn man rausguckt. Das Universum um uns herum ist ziemlich leer. Das ist einfach ein Zeichen dafür, dass sich Brocken gebildet haben, Strukturen gebildet haben. Und alles das, was in dieser Gasstaubscheibe um die ursprüngliche Sonne mal war, einfach entweder in die Gasplaneten gegangen ist oder in die Felsenplaneten und einfach verschwunden ist. Hier kann nicht mehr viel passieren. Ab und zu kann vielleicht noch mal ein großer Brocken durch uns hindurchfliegen. Warum verdichten sich die Brocken im Gürtel nicht zu einem größeren Brocken? Tja, warum sollten sie es tun, muss man sagen. Die Gravitation reicht einfach nicht aus. Da müsste schon ein richtiger Brocken da sein. Und die Menge in dem Asteroidengürtel ist noch nicht mal so groß wie die von unserem Mond. Reicht also nicht. Tja, und dann haben wir es hier. Bemannte Raumfahrt zum Mars schon wieder. Nicht die Kolonisierung. Könnte der Menschheit schon einen Antrieb geben in positive Richtung auf vielen Feldern wie damals die Mondmission, oder? Muss ich mal fragen, in welche Richtung hat uns denn die Mondmission irgendeine positive Entwicklung gegeben? Ich meine, wir hätten es machen können. Wir hätten es tun können. Aber wir haben es nicht gemacht. 1969. Drei Jahre später wird der Club of Rome davon erzählen, dass es ein Grenzen des Wachstums gibt. Und dann wird die ökologische Bewegung daraus hervorgehen, unter anderem auch von den Bildern der Apollo-Mission hin zum Mars, zum Mond, nämlich dass man tatsächlich sehen kann, was für ein wunderbarer blauer Planet wir sind, wo wir drauf sind und wie toll der eigentlich aussieht und dass er hochschützenswert ist. Und jetzt will ich euch mal was sagen. Ich bin Jahrgang 1960. Das heißt, ich werde demnächst 58 Jahre alt. Und meine Generation hat völlig versagt, hat es total vergeigt, weil wir hatten das komplette ökologische Know-how. Meine Eltern wussten das noch nicht, meine Großeltern schon gar nicht. Aber ich, meine Generation wusste, was wir tun, was wir der Erde antun, indem wir einfach so weitermachen wie bisher. 1972 war der Club of Rome. In den 70er Jahren entstand die ökologische Bewegung, nicht nur in Deutschland, in vielen anderen Ländern auch. Und heute? Was ist davon übrig? Nichts, gar nichts. Kohlendioxid steigt und steigt und steigt. Der Plastik in den Meeren steigt und steigt und steigt. Wir haben keine Endlager für radioaktiven Müll, wir haben nichts. In Deutschland gibt es immer mehr Widerstand gegen Windräder, PV-Anlagen und Solarthermie. Wo ist denn der ökologische Sachverstand meiner Generation geblieben? Aber die Autos, die sind größer geworden. Die und aber wie? Und nach Thailand, da fliegen alle hin. Und die deutschen Abiturienten machen ihr erstes Jahr nach dem Abitur in Neuseeland, Australien, Nicaragua oder sonst irgendwo, weit weg auf der Welt. Niemand bleibt hier. Als ich 7 Jahre alt war, da war in unserem Dorf eine einzige Person, der nach Amerika geflogen ist. Und wir sind alle mit zum Flughafen, weil wir total aufgeregt waren. Mein Gott, der fliegt nach Amerika. Das war ein Ereignis. Heute sagt man sich, du, Liebelein, am Freitagnachmittag, da können wir doch also ins Museum, das schaffen wir noch. Bei EasyJet habe ich jetzt gerade wieder 29,95 Euro. Also ich bitte rein und bliblablö, diese ganze Billigfliegerei. Ja, das kommt. Du, am Montag sind wir wieder hier. Und unser Jens will ja so gern nach Bali. Na komm, die 4 Monate. Oder die Domrep. Ja, klar. Oder nach irgendwohin. Botswana. Ja, klar, wir machen ein freiwilliges Jahr in Botswana. Sind wir alle noch wahnsinnig? Ja, offenbar schon. Ich sage immer, wenn man vor den Schulen dieser Republik seit 60 Jahren morgens eine Videokamera hingehängt hätte, immer so zwischen 7:30 und 7:45, und wir würden uns jetzt diesen Film mal in Zeitraffer angucken, was wird man denn sehen? Wir werden sehen, dass trotz aller ökologischer Kenntnisse, am Anfang gehen die Kinder noch zu Fuß in die Schule, zu Fuß. Aber später, die Grünen sind längst da. Es ist längst klar, dass wir viel weniger Auto fahren sollten. Es ist längst klar, dass wir viel weniger Kohlendioxid ausstoßen. Und was sehen wir? Genau, wir sehen, wie Eltern ihre Kinder zur Schule bringen. Und die Autos werden immer größer und größer und größer. Und die Leute denken immer, sie werden immer besser, ökologischer und ökologischer. Nichts davon. Tut mir leid. Wir haben es richtig vergeigt. Trotz Mondlandung und allem drum und dran. Wir hätten es besser machen können. Und jetzt schaffen wir es noch nicht mal, die Kryptowährungen zu verhindern. Die fressen uns nämlich jetzt die Energie weg, die wir gerade mit erneuerbaren Energiequellen freisetzen. Das haben sie noch nicht mehr alle. Und da wollen sie zum Mars fliegen? Was wollen sie denn da? Sehen wir erst mal zu, dass wir hier einigermaßen Ordnung in unsere Hirne bringen. Vielleicht wird es dann besser. Ich weiß, das klang jetzt nicht gut, aber es musste mal raus. Direkt aus Sonneberg, der Sternwarte Sonneberg. Wahrscheinlich ist das hier so ein Platz mit besonders intensiver Energie. Wahrscheinlich. Wir müssen mal herkommen. Großartig.